Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mit dem Video zur Scanner-Tour, Event, was auch immer das war. Falls sich das durchsetzt, ich nenne das jetzt hier, offiziell benenne ich es als Purge Night. Das ist der offizielle Name dafür. Falls in Zukunft sich das durchsetzt und wir das öfters machen oder andere Map-Hersteller, wie nennt man das? Map-Betreiber, vorhaben das auch zu machen. Das heißt offiziell Purge Night. Copyright bei Hong. Auf jeden Fall, vielleicht noch mal ganz kurz überhaupt, was das überhaupt war. Natürlich erstmal danke und Shoutout an die zwei Jungs, Dennis und Koray. Die haben das erstmal alles organisiert. Die waren Eventleader dafür. Und dann natürlich an Philipp. Ohne Philipp geht gar nichts. Das habe ich auch bei den ganzen Battle mit Julian vergessen zu erwähnen. Shoutout und fettes Dank an Philipp und ihn. Also kurz, was war diese Purge Night? Und zwar. Soll ich dir erklären, wie die Map allgemein läuft? Ne, das passt schon so. Also, Maps laufen über Bots. Bots müssen seit einer gewissen Zeit Level 30 erreichen. Erst dann werden die IVs gleich für alle. Sprich, damit wir die IVs bekommen, die wir brauchen, zum Beispiel 100%, 98 oder sowas, müssen alle Bots Level 30 sein, die rumlaufen und scannen. Und es gibt verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, die werden gebannt, die werden geshadowbannt, dies, das. Und es ist halt ein Problem, die konstant, regelmäßig und dauerhaft laufen zu lassen. Und was wir uns jetzt überlegt haben, ist dementsprechend der Name Purge Night. Wir lassen die einfach laufen, wie sie wollen. Die können machen, was sie wollen, die Bots, bis sie halt sterben. Und Philipp meinte, das ist ungefähr 72 Stunden, 3 Tage. Hat ein bisschen länger gehalten, aber darüber reden wir noch. Und in der Zeit laufen die einfach rum. Ohne Begrenzung, also ohne dass Philipp sich Sorgen machen muss, dass die jetzt irgendwie verdächtig sind oder so. Weil wenn die gebannt werden, dann werden die einfach gebannt. Aber bevor die gebannt werden, scannen die noch einfach alles, was sie begegnen. Und dementsprechend in der Zeit wie heißt es? Schlaraffenland. Und dementsprechend in der Zeit Schlaraffenland für uns alle. Mitnehmen, was geht, was sie halt scannen. Und das war halt dieses kleine Mini-Event, was am Wochenende war. Zwecks Scanner. Fazit war ganz gut. Hat natürlich Vor- und Nachteile und darüber gehen wir natürlich. Ich lasse hier die ganze Zeit ein paar Sachen einblenden, paar Highlights, die ich gefangen habe. Meine persönlichen Highlights war 100% Mogelbaum. Shoutout an Mogelbaum, der immer im Stream ist und kommentiert. 100% Dumise. Das war echt ein Abenteuer, den zu bekommen. Und was noch? Ja, das waren so die zwei Top-Highlights. So, wie läuft das Ganze ab? Also ganz normal wie eine Scanner-Tour. War es ein Erfolg? Es war auf jeden Fall ein Erfolg. Es hat viele neue Sachen gescannt, viele coole Sachen auf jeden Fall. Und es lief richtig gut. Es kam ständig was rein, wie in alten Zeiten. Es gab Momente, da hat man zu viele Targets gehabt, zu viele Ziele. Also, das war echt der Hammer. Problem ist, die Ziele wurden immer uninteressanter. Tag 1 war noch richtig, ganz normal, richtig saftige Scanner-Tour. Aber wie länger man auf Tour war, desto mehr hatte man gefangen. Und es kamen ja nicht immer wieder neue Sachen rein. Weil die meisten Sachen, die reinkommen, sind halt das Kleinvieh. Das sind halt diese Radfratz, Habitak, Weberark, Ladybar, Visor, Hornleo, Taubsi. Und irgendwann, wenn man die alle hat, sprich nach der ersten Nacht, hat man dann am zweiten Tag, am nächsten Tag weniger Ziele und dann am dritten Tag immer weniger und dann am vierten Tag immer weniger. Also das ist das eine Problem. Aber für so ein Event auf jeden Fall ausreichend erstmal. Wie gesagt, gerade was ich alles in 100% gefangen habe oder die anderen für mich neu war, Hornleo, Raupi, Habitak, die drei waren glaube ich neu. Das waren so die Common Spawns, die ich noch nicht hatte. Dann gibt es auch ein paar Pokémon, die zwar nicht häufig sind, nicht so häufig wie die gerade genannten Pokémon, aber nicht wirklich selten. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Blutzug habe ich jetzt auch mitgenommen. Griffel kam auch öfters. Keine Ahnung, Paras kam auch öfters, aber den habe ich jedes Mal verpasst. Also da fehlt mir immer noch ein 100er. Also solche Tier 2 Sachen würde ich mal sagen. Und von den Tier 1 Sachen, von den Top Sachen, die man eigentlich haben wollte, da kam recht wenig rein.
Da waren, glaube ich, mehrere enttäuscht. Aber so habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Also, Top-Highlight war 98% Galaxo. Die Sache ist halt nur, der wäre so oder so gescannt worden. Also, dafür hätten wir das Purge-Event nicht gebraucht. 98% Kagame auch. Beide nicht erwischt, keine Ahnung, wann die kamen. Und wie gesagt, der wäre auch gescannt worden. Also, da hat das Event keinen Unterschied gemacht. Aber jetzt so, die Kleinigkeiten hat jeder jetzt gefangen. Sprich, wenn wir das nächste Mal nochmal sowas machen würden, wäre das Interesse, glaube ich, geringer. Weil A, diejenigen, die die falsche Vorstellung haben, diesmal nicht mitmachen werden. Und B, die meisten Leute dann schon die ganzen Kleinigkeiten haben und man eigentlich nicht mehr davon braucht. Vorteil übrigens von diesen ganzen Kleinigkeiten, dass man jetzt alles sorglos verschicken kann. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 2, 3, also wahrscheinlich sogar mehr, 100% Taubsies, Radfahrts und sowas. Und jetzt muss ich das halt gar nicht checken, davor hatte ich halt, und ich habe halt immer noch die IVs gecheckt, weil einer ist recht selten, also manchmal höre ich so echt dumme Kommentare, wie ihr wisst, ich habe 12.000 Taubsies gefangen ungefähr und habe fast beinahe jeden gecheckt und habe 100% Taubsies gefunden, also die sind echt selten. Und dann höre ich manchmal so dumme Kommentare, ja, ich check die nie, ich habe bestimmt schon 3, 4 weggeschmissen. Dann denke ich mir, natürlich hast du das nicht. Aber jetzt kann man echt unbesorglos, ohne Bedenken, alles wegschicken. Das macht es einfacher, vor allem beim Farmen. Wie gesagt, das Interesse wurde bei mir immer weniger. Also für 2, 3 neue Hunderter, maximal 3. Innerhalb von, keine Ahnung, 12 Stunden. Kann man nicht die ganze Zeit auf Tour sein. Also das ist dann so wie früher. Ab und zu kommt halt mal was rein, was einen interessiert. Und dann muss man halt schauen, dass man Glück, Zeit und Lust hat und das richtige Timing und sowas. Und dass man hinkommt. Aber jetzt die ganze Zeit mehrere Stunden, 8 bis 12 Stunden auf Tour sein für 2, 3 neue. Das war nicht so mein Stil. Sprich, erster Tag auf jeden Fall lukrativ, zweiter auch noch und danach. Naja, selbst der zweite Tag war nicht so der Hit. Wäre nicht das 100% Incognito gekommen. Also ich hatte schon eins, aber hat mich trotzdem natürlich gefreut. Und es hat mich auch sehr gefreut für die anderen, also ich gönn's allen. Auch wenn man öfters nicht gönnt, aber ich gönne auf jeden Fall. Vor allem viele Kollegen von außerhalb gekommen und es hat mich echt gefreut für die, dass sich der Trip gelohnt hat und die 100% Incognito bekommen haben. Das war auf jeden Fall top. Und jetzt die Frage, wird das öfter stattfinden und lohnt sich das? Ich denke mal auf jeden Fall, vor allem weil man nicht alles bekommen hat, was kam. Also auf jeden Fall fehlen mir da noch ein paar Hunderte, die relativ häufig sind, die beim nächsten Mal garantiert auch wieder vorkommen. Wie zum Beispiel Pagas, Felino habe ich auch leider verpasst, solche Sachen zum Beispiel. Und natürlich, wenn sich Nester ändern, dann gibt es wieder eine Chance. Also jetzt hatten wir zum Beispiel ein fettes Dicta-Nest, kam auch ein 100er, aber um ehrlich zu sein, ich hatte echt keinen Bock, irgendwo in der Nacht mitten in den englischen Garten zu laufen. Die anderen haben sich's geholt, Glückwunsch an die. Und sprich, wenn wieder Nesterwechsel ist, der übrigens gestern war, also der ist eigentlich erst morgen, aber ich drehe das Video vor. Sprich, wann kommt das Video? Freitag, ja genau, gestern war der Nestwechsel für euch. Und da könnte man eigentlich wieder Purge Night machen und dann die anderen Nester abchecken auf gut Glück mit der Hoffnung, von den Nest-Pokémon einen 100er zu bekommen. Wobei die Chance echt nicht so hoch ist, wie man denkt. Vor allem, weil die nur ein paar Tage gescannt werden. Weil normalerweise damals, wo die Scanner noch top liefen, selbst da kam während einer Nest-Rotation, also innerhalb der 14 Tage bei einem großen Nest, ein bis zweimal, also maximal zweimal 100er von dem Nest-Pokémon. Also da muss man echt Glück haben, dass genau da in den paar Tagen, wo Purge Night ist, 100er kommt. Aber was sehr interessant sein könnte, ist für die verschiedenen Events Purge Night zu machen. Zum Beispiel Pflanzen-Event, lass die Bots freilaufen, 100% Mirapla, 100% Bisasam, 100% Endivie, 100% Tangela. Gesteins-Event, 100% Lavita, also falls er kommt natürlich, Aerodactyl, Schneckmark, Kleinstein, Rihorn, Onyx, naja, ihr wisst, was ich meine, also bei solchen Events könnte ein Purge Night auf jeden Fall der Hammer werden und ich hoffe, dass wir das bei jedem Event dann machen werden. Bei dem Event jetzt kam es, glaube ich, leider ein bisschen zu spät, die Kangama-Garte hat leider schon abgenommen, wenigstens Incognito, aber Kangama leider verpasst, das tut mir so hart weh im Herzen. Weil die Chance, dass ich jemals wieder ein 100er Kangama fangen kann,
ist, glaube ich, direkt gleich 0. Es sei denn, wir machen Perch Night in Australien oder so. So, das war's. Fazit zum Event, zu diesem neuen Teil, Projekt, was auch immer man das nennen will, Perch Night. Es ist auf jeden Fall lukrativ, lohnt sich auf jeden Fall, hat auch eine Menge Spaß gemacht. Problem ist halt, es hat einen fallenden Wert. Erster Tag top und dann wird es immer uninteressanter. Deswegen sollte man das echt nicht zu oft machen. Ich weiß nicht mal, wie oft man das machen kann, wie viel das gerade gekostet hat. Aber auf jeden Fall lohnenswert. Für die, die es halt interessiert, weil ich weiß nicht, ob es jeden so interessiert, Radfratz, Habitat, Conleo, Taufsi auf 100% zu bekommen. Zum Glück gibt es bei uns genug Leute, die es interessiert, sodass es halt öfter stattfinden kann. Und ab und zu gibt es auf jeden Fall ein paar coole Highlights. Aber mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Wird es eine Alternative sein zu den regulären Maps? Aber es ist auf jeden Fall eine nette Erweiterung zusätzlich. Und hoffentlich könnt ihr das auch mal in eurer Stadt machen. Irgendwelche Map-Betreiber, falls ihr das seht. Ich kann das echt nur empfehlen. Und das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.